Hallo und herzlich willkommen zum Kamenev Photography YouTube Kanal. Heute ist der 7. Juli 2020 und wir haben was ganz Besonderes am Himmel, nämlich den Kometen CE 2020 F3 Neowise. Wir haben zum ersten Mal diesen Kometen gesichtet. Es ist absolutes Wahnsinn. Das ist endlich mal ein großer Komet. Seit 1997 wie Halley-Bopp habe ich so etwas noch nicht gesehen. Man sieht diesen Kometen mit freiem Auge, gerade eben. Der ist über 7 Grad hoch. Wir haben 4 Uhr nachts bzw. 4 Uhr früh. Man sieht auch, dass die Dämmerung jetzt anbricht, aber dass der Komet immer noch so hell ist. Der ist 2m, also 2 Magnitude hell. Das heißt, den kann man eigentlich nicht übersehen. Und trotz der hellen Dämmerung sieht man ihn sogar mit einem Schweif. Ich schätze, der Schweif ist ungefähr 2 Grad lang. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr schön. Leute, ein kleiner Tipp für euch. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht mal bitte raus und sieht man diesen Kometen für sich selber. Das ist absolutes Wahnsinn. Das ist faszinierend. Das Problem ist, dieser Komet hat seinen Perihel, also den sonnennächsten Abstand, schon passiert. Das heißt, man muss ihn so schnell wie möglich zu sichten bekommen. Ja, also man merkt, ich bin auch aufgeregt, deswegen versuche ich diese Information euch weiterzugeben. Innerhalb einer Woche oder maximal 2 Wochen wird man ihn noch mit bloßem Auge sehen können. Ende Juli wird er wahrscheinlich schon so weit aus dem Sonnensystem sich entfernt haben, also von der Sonne weit weg. Ja, am 23. Juli passiert er dann den nächsten Abstand, also den erdnächsten Abstand. Aber ansonsten entfernt er sich von der Sonne weit weg und der wird schwächer und schwächer. Das heißt, Leute, nutzt die Chance, trotz des beinahen Vollmondes, es macht nichts aus, trotz der hellen Dämmerung, es macht auch nichts aus. Der Komet ist sehr, sehr hell mit 2 Magnitude momentan. Das heißt, geht raus, nutzt die Chance, weil das ist ein sehr kurzer, sehr kleiner Zeitfenster, wo man diesen Kometen auch bewundern darf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich wie immer über ein Like, einen Kommentar unter dem Video und ein Abo sich sehr freuen. Diejenigen von euch, die mich auf Patreon unterstützen, Leute, vielen herzlichen Dank, denn dafür kann ich euch diesen Kometen auch per Video und per Foto auch zeigen, aber versucht ihn auch selber zu sehen. Ich wünsche euch auch allen für diesen Kometenjagd clear sky und per aspera ad astra.